und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal dabei habe ich den zweiten Band von Black Science, ist beim Splitter-Format im überformatigen Hardcover erschienen. USA ist die ganze Serie bei Image Verlag erschienen und wird vom guten Rick Remender geschrieben. Und mit dem zweiten Band schlägt er tatsächlich einen anderen Ton an wie beim ersten Band. Im ersten Band hat man einen guten Grant McKay kennengelernt, zusammen mit seiner Familie oder beziehungsweise mit seinen Kindern und seiner aktuellen Frau, ist er in eine andere Dimension gesprungen, noch zusammen mit ein paar Arbeitskollegen, weil er so einen Pfeil erfunden hatte, mit dem es halt möglich ist, in verschiedene Dimensionen zu reisen und dort halt gewisse Sachen, die dort schon erreicht wurden, vielleicht mit in die eigene Dimension zu holen. Sei es ein Heilmittel gegen AIDS oder irgendwelche anderen Innovationen, mit denen man halt extrem viel Geld scheffeln kann. Es kommt, wie es kommen muss. Es kommen ein paar Sachen zustande im ersten Band, was wiederum einen Defekt bei den Pfeiler auslöst, der halt die Reisen in verschiedene Dimensionen ermöglicht, weswegen sie mehr oder weniger in eine Dauerschleife von Sprüngen in verschiedene Dimensionen gefangen sind und nicht mehr wirklich in ihre Heimdimension zurückkehren können. Im ersten Band kommt dann zum Finale noch dazu, dass der gute Grant McKay stirbt, seine Kinder als Waisen zurücklässt und der Rest der Wissenschaftler, die mit ihm gereist sind, seine Kinder halt jetzt alleine klarkommen müssen. Und da setzt der zweite Band direkt an. Der zweite Band fängt direkt recht actionreich an, weswegen ich am Anfang das Gefühl hatte, ich hatte irgendwie was verpasst aus dem letzten Band, hab dann noch ein bisschen geblättert, aber tatsächlich ist das so gewollt, dass man so in die Situation reingeworfen wird. Das hat allerdings wieder zur Folge, dass man den Band extrem schnell durchgelesen hat, weil er direkt so actionreich stattfindet. Und zwar war der größte Aufhänger, bevor ich jetzt auf die Handlung im Einzelnen drauf zu sprechen komme, dass man diesmal keinerlei Sprünge in andere Dimensionen hat. Der erste Band war ja noch recht sprunghaft. Man hatte gefühlt jedes US-Heft einen Sprung in eine andere Dimension, was ich extremst begrüßt habe, weil so konnte ich mir so ein bisschen ein Bild davon machen, wie kreativ ein Rick Remender nun mal an einer Independent-Serie arbeitet. Und der erste Band hat echt wunderschön gezeigt, was für tolle Ideen der gute Herr hat und was da alles möglich ist in seinem Eververse, wie er es selber in diesem Band genannt hat. Jetzt in diesem Band allerdings hat man keinen Sprung, den man sieht direkt am Anfang, sind schon in der neuen Dimension angekommen und man lässt sich wirklich die 5 oder 6 US-Hefte, die da drin sind, komplett Zeit, diese Dimension auszuarbeiten, dem Pfeiler sogar noch eine ganz andere Bedeutung zu bekommen und auch die Kinder müssen jetzt mit der Trauer klarkommen davon, dass ihr Vater nicht mehr lebt. Die Tochter geht mit der ganzen Sache so ein bisschen abgefuckt darum, weil sie ihrem Vater eigentlich mehr Hass entgegenbringt als Liebe und ihr Trauermodus ist dann quasi der Zorn, wohingegen der Sohn davon ein bisschen mehr mitgenommen ist. Dazu kommt noch, dass die beiden von dem Rest der Truppe getrennt werden und in die ein oder andere lebensbedrohliche Situation kommen. Dazu wird noch eine ganze Sekte eingeführt aus Tausendfüßlern, die die Pfeiler so ein bisschen am Anbeten sind und es kristallisiert sich im Laufe der Geschichte auch heraus, dass es schon öfter solche Pfeiler gegeben hat, auch in anderen Dimensionen, wo schon andere Echsen auf die Idee gekommen sind, in andere Dimensionen zu reisen und zu erforschen, was dort halt technisch mittlerweile alles so passiert ist. Extremst toller Band, extremst tolle ausgearbeitete Charaktere und ich begrüße es auch wenn es mir beim ersten Mal mit diesen ganzen Sprüngen in anderen Dimensionen sehr gut gefallen hat, begrüße ich es dennoch, dass der gute Rick Remender sich jetzt tatsächlich einen ganzen Trailer mit Zeit gelassen hat, eine Dimension ein bisschen mehr auszuarbeiten. Er hat so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in die Serie reingebracht und auch die Zeichnungen suchen ihresgleichen und sind wunderschön und haben schon wieder so ein bisschen was von Wimmelbildern, weil man auf den einzelnen Panels einfach unglaublich viel entdecken kann. Gnadenlos guter Band, 9 von 10 Punkten. Ich gebe auch nur deswegen keine 10 von 10, weil der nächste Band vielleicht nochmal eine Schippe besser werden könnte. Absolute Kaufempfehlung und einer der besten Comics, die ich diesen Monat gelesen habe. Das war's meinerseits. Bitte ballert mir mal unbedingt in die Kommentare rein, ob ihr den Band auch gelesen habt und wenn ja, wie er euch gefallen hat. Ansonsten sei gesagt, lasst uns einen Daumen nach oben, ein Abo da und sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein! Yeah.